Die verstaatlichte Hypo Real Estate steht erneut in der Kritik. Nur wenige Tage, nachdem die angeschlagene Immobilienbank weitere Milliardengarantien beantragen musste, hat die HRE ihren Mitarbeitern Boni in Höhe von 25 Millionen Euro ausgezahlt. Politiker aus Regierung und Opposition verurteilten dies angesichts der massiven Verluste als instinktlos und schwer vermittelbar. Der Bund war über die Sonderprämie informiert und hatte sie geprüft.